Moin Moin und hallo, ein herzliches Willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der großen Xbox-Spielebibliothek von A bis Z. Denn heute habe ich ein wahrlich geiles Spiel für euch. Und zwar ist es Hades für die Xbox One, aber optimiert für die Xbox Series X. Genaueres erfahrt ihr gleich. Bleibt dran. So, meine lieben Freunde, wie versprochen zocken wir jetzt die ersten 30 Minuten von Hades für die Xbox One, optimiert für die Xbox Series X. Und ja, es ist ein Indie-Game, ein RPG-Adventure mit einem Roguelike-Spiel. Besser gesagt ein Roguelite-Spiel. Warum, erfahrt ihr jetzt, denn die 30 Minuten starten wir und legen mal los. So, wir wollen natürlich spielen. Einen neuen Spielspeicherplatz, bitte. Und los geht's. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Yes, wir dürfen auch schon loslegen. Da haben wir ihn. Und gehen mal. X. Ah, alles klar. Und los. Erste Höhle. Oder ersten Dungeon. Und warum es ein Roguelite ist, seht ihr gleich. Erstmal muss ich ein wenig kämpfen. Oh, Gold eingesammelt. Hervorragend. Autsch, da haben sie mir schon einen verpasst. Yes. Und noch einer. Alle platt machen. Hervorragend. Immer schön dashen, nicht lange an einem Platz bleiben. Ah, sonst passiert nämlich genau das. Und wir wollen ja nicht getroffen werden. So, akzeptieren wir mal die erste Gabe. Then here goes nothing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Yeah, wir können unsere erste Gabe aussuchen, die wir von der ersten Göttin bekommen. Und zwar, was nehmen wir als erstes? Wir können die göttliche Attacke, dann haben wir plus 40% normalen Schadensboost, einen Phalanxschuss, dein Wurf verletzt die Gegner auf kleinem Raum und kann ablenken. Das ist mit diesem, ich zeig's euch gleich, dieses komische Artefakt, was man werfen kann. Oder wir können einen härteren Spurt machen und dabei Schaden anrichten. Aber wir wollen zuerst mal die normale Kraft steigern. Und so funktioniert das Spiel auch. Man bekommt im Dungeon nach und nach mehr Gaben. Und kann sie dann anwenden. Schön in Bewegung bleiben. Yes. Und wir haben unseren ersten Blutstein. Damit können wir dauerhaft Talente kaufen. Und was nehmen wir denn mal? Genau, wir haben hier mehrere Ausgänge, zwei Stück. Und hinter jedem Ausgang befindet sich eine andere Belohnung. Hier haben wir, glaube ich, Münzen, die wir bei ausgeben können. Und hier treffen wir eine andere
Gottheit? Probieren wir es mal aus. Ob ich Blödsinn rede oder nicht, finden wir raus. Erstmal besiegen wir hier. Schön auf die Bodenfallen aufpassen. Denn wenn man drüber huscht, seht ihr, es kann auch den Gegner schaden. Yes! Unsere nächste Gabe akzeptieren wir. Revelry? People having a good time? Well, sure then. In the name of Hades, Olympus, I'll accept this message. Nehmen wir an. Hey there, Zagman. How's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Let me see what I can do. Make life a little sweeter for you in the meantime. So, welche Gabe nehmen wir jetzt? Wir können jetzt Gift bei der normalen... deine Spezialität bringt Gift mit sich. Der Wurf schleudert einen großen Sprengkörper, der ist schon mal selten. Das ist natürlich gut. Und ist deine Herz nach einem schon mit zu gering, wie sie bis zum Schwellenwert aufgefüllt. Ist natürlich auch nice. Können wir gebrauchen, aber wir nehmen erstmal den Wurfschaden. So, da unten, neben der Lebensenergie, sehen wir das auch schon. Wir haben mit X den normalen Angriff, mit A den Dash und mit B haben wir den Wurf, der sich jetzt in eine Bombe verwandelt und wiederkommt. So, gehen wir zum nächsten Tor. Hier können wir einen Schlüssel bekommen. Können wir auch immer gerne gebrauchen. Yeah, die saß doch. Oh oh. Schnell die Bombe wieder einsammeln. Schön immer ausweichen. Das ist ganz wichtig. Oh oh. Der hat mehrere Energieleisten, eine gelbe, eine rote. Aber haben wir auch geschafft. Wir haben den Schlüssel erhalten. Und das Schöne ist, nachdem wir das Level oder diesen Raum beendet haben, sind die Fallen noch deaktiviert und wir können da locker drüber laufen. Gut, gehen wir zum nächsten Tor. Und holen uns die nächste Belohnung. Hoffentlich ab. Und das Schöne ist, mit dem Dash kann man auch Absprünge oder Abhänge erreichen oder überwinden. Ah, hier kriege ich aber auch eine Mütze. Nein! Ich habe nur noch 15 Lebensenergie. Aber das Sterben ist ein Teil dieses Spiels. Ah, ich wollte gerade wegdashen. Aber jetzt seht ihr, warum es ein Teil von dem Spiel ist, denn wir kommen wieder nach Hause. Damn it. I'm home. Das Haus des Hades. Yes, carry on everyone, don't mind me. Und was ich noch da kurz zu sagen muss, warum das Spiel so genial ist. Es hat eine absolut tolle Synchronisation. Die Stimmen klingen einfach perfekt. Und selbst wenn man hunderte Male stirbt, jedes Mal, wenn du hier reinkommst, hast du einen neuen Text, kannst mit neuem, die Charaktere, es wiederholt sich nichts. Das ist einfach absolut genial gemacht. Auch die Inhalte der Texte sind einfach fantastisch. Es zieht einen wirklich in den Bann. Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Some of us more than others. Da ist unser Vater, aber wir gucken mal. Hier können wir noch nebenbei Geister zuhören. Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Ist einfach genial erzählt, mehr kann ich da nicht zu sagen. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him,
but to his willful progeny. Schon die Synchronsprecher auch so geil. Aber ich will nicht weiter hypen. Ich bleib mal neutral und wir hören uns an. Wir streicheln den Hund mal eine Runde. Infernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions. Cerberus. To deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Na schön ist selbst, wenn wir nächstes Mal wieder sterben und hier ankommen. Es ist immer was Neues. There's a good boy. I'm sorry he disturbed you, Cerberus. So, sprechen wir mal eine Runde mit unserem Vater. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. So, hier können wir noch nichts machen. You have come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. So, jetzt haben wir erstmal mit allen gesprochen, wo wir hier konnten. Hier wird sich noch, es wird noch größer. Wir können hier noch renovieren, Sachen freischalten und. Das ist Hammer. Hey, Room, I'm back. Hier sind wir in meinem Gemach. Ausruhen. It's never bedtime here. Nein, wollen wir nicht. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? So, wir haben einen Schlüssel und 10 Blutsteine. Hier können wir noch nichts machen, aber wir haben den Spiegel schon mal. Night and darkness guide me. So, und das Geniale hier ist, das sind alles dauerhafte Talente, die ihr behaltet, selbst wenn ihr stirbt. Nur die göttlichen Gaben, die verliert ihr jedes Mal. Ne? Also, aber dieses hier aus dem Spiegel, das bleibt für immer. Deswegen können wir mal gucken, was können wir hier verstärken. Du fügst bei Angriff und Spezialität Bonusschaden zu. Oder du erlangst einen kleinen Teil deiner Lebensenergie zurück, wenn du eine Kammer verlässt. Je plus 1, je Rang. Wir nehmen erstmal die Heilung, weil die können wir am Anfang noch sehr gut gebrauchen. Durch die Gaben, kriegen wir eh immer ein bisschen Boost. Dann können wir das in der nächsten Runde mal machen. Mal weiter und starten mal gleich eine neue Runde. I can do this. First get past the wretched shades of Tartarus. Easier said than done. And doubtless I'll be running into Meg. The River of Flame ought to be just beyond. Find a way up to Elysium from there, and after that. All right, let's give it another shot. Yes. I can escape from the courtyard back there. Wir haben bis zu 7 Kammern jetzt erreicht. So, was haben wir hier? Hier können wir inspizieren. Hier kriegen wir Sachen freigeschaltet, indem wir Andenken verschenken an den jeweiligen Gottheiten, aber das kommt noch. Hier können wir mit den Schlüsseln Waffen freischalten. Wir können zum Beispiel den Bogen freischalten. Und dann. Let's deal some death. Psst, over here. What the?
Aber wir bleiben erstmal bei dem Schwert. Ich muss einmal niesen. Dankeschön. Nice place you got here, boyo. Skelly. Skelly, how's it going? But enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. Das ist mit die coolste Figur überhaupt. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to wrap my sources, pal. Just try and beat it out of me. Das ist unser gesprächiger Dummy, in dem wir ein bisschen lernen können. Und ihm mal die Scheiße aus dem Leib prügeln können. Ups. Und das Schöne ist... Der quatscht immer. Aber egal, genug, wir fangen jetzt eine neue Runde an. Und starten wieder am Anfang. Yes. Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Okay, welche Gabe nehmen wir denn mal? Deine Spezialität bewirkt, dass Gegner in der Nähe vom Blitz getroffen werden. Oh, Donnerspurt, der ist gut. Den nehmen wir. Das heißt, wenn wir einen Dash machen, kriegen die auch einen Blitzschaden. Probieren wir es mal aus. Haha, seht ihr das? Ach, hervorragend. Oh, was ist das? Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead shall there remain until the end of time. Yes. Good thing I'm not dead. Und das Schöne ist, die kann man variieren auch immer. Es sind nicht immer die gleichen. So, nächsten bitte! Und weg. Oh oh. Yes. Blutstein, nimm mal mit. Ja, weiter geht's. Die Vasen zu zerstören lohnt sich noch nicht. Wir kriegen noch ein Talent. Muss ich in manchen vielleicht mal eine Goldmünze versteckt. So als kleiner Spoiler. Die Hexen, weg mit den Hexen. Oh, die Schädel sind auch mies. Wenn sie auf einen zukommen, hast du ein Problem. Und wenn es da noch mehrere sind, uiuiui. Deswegen gleich platt machen. Yeah! 100 Totentaler. Und dann holen wir uns auch noch einen Schlüssel. Und weiter geht's. Komm her, Hexe. Au! Hat sie mich getroffen? Nein. Geil. That's what you get. Und platt machen. Das sieht ein wenig hektisch aus, aber es macht so einen Spaß. Mit den ganzen Gedäsche hier. Oh, weg da, weg da. Huah. Schlüssel. Gut, was nehmen wir denn? Eine Gabe. Ja, wir holen uns eine Gabe. Yes. Das saß. Komm. Schön alle platt machen. Und was gibt's? Ein Pfeil! Heavenly Archer I know of. Well, several really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look,
I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Yes, unsere nächste Gabe. Was nehmen wir denn mal? Ein Angriff plus 15% und Kritschern. Nehmen wir tödlicher Tusch. Hört sich doch gut an. Oder? Na, die 2% ist zwar okay, aber wir nehmen hier erstmal den seltenen. The power of the hunt sounds like good company to keep. Gut. Was wollen wir jetzt? Wollen wir noch eine Gabe? Wir gehen mal zum Herzen. Das heißt, hier kriegen wir, glaube ich, Lebensenergie. Ein bisschen. Brauchen wir zwar noch nicht, aber so seht ihr die Karte. Oh, jetzt brauchen wir es. Siehst du? Und schnell weg und hin da. Zu lange an einem Punkt geblieben. Aber wir kriegen 25 Herz dazu. Aber ich will einen Blutstein wiederholen. Das ist natürlich hervorragend. Und den holen wir uns auch gleich. Oh, fuck. Und weg da, weg da. Oi, 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 oi. Hier kriege ich aber... Autsch. Das sieht nicht gut aus. Schön moven. Okay. Aber wir haben den Blutstein noch bekommen. Wenn auch mit hohen Verlusten. Aber dann gehen wir nochmal nach Artemis. Holen wir uns nochmal eine Gabe von ihr. Wenn es dazu kommt. Uiuiui, Bosskampf. Oder Zwischenbosskampf. Und Pfeil werfen. Autsch. Jetzt darf ich mich nicht mehr treffen lassen. Schnell weg. Nein, er hat mich doch noch gekriegt. Aber jetzt seht ihr wenigstens, wie ich nach Hause komme und wieder ein paar Gespräche führen kann. Aber die machen auch echt Spaß, die nerven nicht. Skeletons. Klar, für denjenigen, für den das nichts ist, kann ich auch nicht sagen, dass es toll ist, aber... Mir gefällt's sehr. Whoa, you just got killed by one of those bloodless inferno bomber skeleton type guys. Nice. I always wondered what would happen if you just kind of stood around while all their bombs went off. Okay. Okay. Prince. Keep at it, lad. I've known great men throughout my life and I can always tell when someone's better than their circumstances. Fight like I'd fight out there. I'll give them hell as you once did, Achilles. Though doubtless many of the shades who stand against me first arrived in Tartarus because of you. Gut, bisschen haben wir alles abgecheckt. Someone's at the desk next to the throne. Ah, da gehen wir auch gleich hin, aber erstmal streichen wir den Hund. Everybody knows exactly how to give you pets and live to tell of it, right, boy? How you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively, one after the next, as if to reassure the ever-doubting prince. So, sprechen wir noch mal mit unserem Vater, was der zu sagen hat. That sniveling shade your immediate left there, father? Already found someone new to do the busy work. And here I thought I was utterly indispensable. That shade, boy, is my newly designated contractor. One whose responsibility is to work on this house. Though who shall pay for everything my subjects here demand, I do not know.
You're trying to guilt me into funding the exorbitant furnishings you desire. Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm, then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up. Nice. Okay. Dann gucken wir mal. Renovieren. Special offer for me, my good shade. So, wir können hier einige Sachen renovieren. Wir können die Brunnenkammer, zusätzliche Kammer stellen. Oh, die kriegen wir sogar gratis. Nehmen wir. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. Gut, kaufen können wir uns noch nichts, weil wir hier diese Diamanten noch nicht haben. Hier können wir halt eine extra Kammer bekommen. Eine Truhe in einer Kammer bekommen. Auch hier ganz wichtig der Tisch. Und hier können wir in den Uhren noch zwischendurch mal von den Münzen was finden. Und so weiter. Wir können den Saal auffrischen und umdekorieren. Der Westflur, den Salon, den müssen wir erstmal noch weiter freischalten. Und Schüssel der Wahrsagerin und Teppich und so weiter und so fort. Aber es hat auch eine Bewandtnis. Aber das erfahrt ihr alles nach und nach. What once was a small lounging area within the House of Hades, now is sealed off in utter shambles, since the multi-headed Cerberus tore the space apart, mourning the missing prince. Cerberus destroyed the lounge again. Darkness guides you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. I won't forget you, Nix, I swear it. So, gehen wir mal in unser Gemach. Hier hat sich nichts verändert bis jetzt, weil wir ja noch nichts freigeschaltet haben. Aber wir können mal gucken, was haben wir denn? Oder wie viel haben wir denn? Was schalten wir denn frei? Plus 10. Oder 2. Nehmen wir mal. Ich glaube, ein paar Herzchen jedes Mal können wir gebrauchen. Jedes Mal, wenn wir eine Kammer fertig haben, bekommen wir jetzt 2 Herzen wieder. Das ist auch schön. Oder 2 Lebensenergie, nicht 2 Herzen. Hey, finally. Gucken wir auch mal hier. Das ist jetzt auch wieder ein anderer Text. I won't back down. Not now or ever. Schön ist, es wird auch in diesem Spiel einfach nicht langweilig. Auch wenn ihr denkt, ja, das ist immer das Gleiche. Von wegen. Jetzt haben wir schon 9 Kammern maximal erreicht. Ah, you shot me. You're pretty quick, you know, boyo. Just be sure to use that fancy dash of yours and keep them guessing. Don't let him catch you standing still. Genau, was ich sage, immer viel dash bewegen. Like mad instead of standing still. That's not the worst advice, I guess. Sehr schön. Gaben konnten wir ja noch nicht verteilen. Von daher können wir den nächsten Durchgang starten. Und jedes Mal. Oh! Enchantments for my weapon. Okay, was nehmen wir? Spezialität. Oh. Rüstung. 300% Schaden. Dein Angriff wird zu einem großen. Nee, ich will. Hier, Rüstungsspalter. Das ist gut. Daedalus, wherever you may be right now. Thank you. Ab Blutdiamanten holen. Yes. Grandios in die Falle gelockt. Geil. Das ging fix. So, holen wir uns die nächste Gabel, würde ich sagen. Auf und davon. Oh, nichts hinzukommen lassen. Die sind echt mies, die Schwestern.
Yes, geschafft. Your father Hades and my father Zeus have not communicated in some time, and Zeus refuses to explain. Something transpired between the two of them. Gut. Nehmen wir die Spezialität. Erweitern. Strom. Würde ich sagen. Und holen uns noch ein paar. Obwohl Schlüssel kann man auch gut gebrauchen. Ah, nehmen wir den noch. Aua, haben sie mich gebissen. Aber noch end die Blutdiamant mitgenommen. Oh, wir kriegen aber wenigstens wieder ein bisschen Lebensenergie. Das ist auch fein. Oh, Bomben. Die sind scheiße. So, den Dicken vermöbelt. Oh oh. Yes. Und Lebensenergie bekommen. In der nächsten Kammer wäre jetzt ein Schlüssel, aber leider sind die 30 Minuten auch schon vorbei, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über dieses Spiel geben und hoffe und wünsche, ihr habt selber Bock drauf, denn es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ja, wenn ihr schon Spaß habt, dann lasst doch bitte ein Abo da, lasst ein Like da, folgt der Spielebibliothek auf Twitch, Twitter und Instagram. Das wäre mega nice. Und ja, schaut doch mal weiterhin in der Spielebibliothek rein. Da sind schon über 700 verschiedene Xbox-Spiele. Und da ist bestimmt für dich eins dabei. Und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Von daher viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Tops.